Moin und willkommen zurück zu Kataklysmo. Ich werde mal in unseren Endlos-Modus zurückkehren. Und zwar ist das dieser Spielstand hier. Da gehen wir mal rein. Und dann gucken wir mal, dass wir unsere Festung weiter ausbauen und gucken mal, was da für weitere Horden auf uns zukommen. Genau. Da sind wir. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich vorhatte. Ich sammle hier scheinbar. Die Truppen sind dort. Und da sind zwei. Hier sind noch keine. Okay. Das heißt, wir wollten höchstwahrscheinlich hier überall weiterbauen. Machen wir das hier schon mal. Rein theoretisch ist die Rückseite ja egal, aber in dem Fall auch wieder nicht, weil wir brauchen sie ja, damit wir quasi das Dach rüberbauen können. So, dann haben wir das schon mal. Das gleiche können wir eigentlich auch hier schon mal machen. Aber uns fehlt hier noch der Aufgang. Ich gerade mal gucken, den habe ich ja irgendwie so gemacht. Und so. Ist natürlich auch toll, dass wir da gar nicht weiterkommen. Oder wir lassen da einfach auf. So, wir gucken erstmal, von wo sie kommen. Nur von einer Seite. Das macht es natürlich erst einmal einfach. Aha. Weil wir. Nein, nicht alle Truppen. We are needed. Post me high. Der eine darf gerne da bleiben. Hm. Where to? On my way. So, alle einmal rüber. Yes. Haben wir hier einen Mann, der darf da hin, huh? Und die dürfen I've got this. Auch hier mit. Aber das macht tatsächlich alles gar keinen Sinn. Ja. Alle hier unten irgendwo hin. Aha. Yeah. Hm? Okay. I'm ready. Yeah. Hm? Right away. The horrors are coming. Where to? Das ist natürlich irgendwie blöd so. Huh? Doing it. I'm ready. Good. Yeah? Mm-hmm. Post me high. I've got this. Yes? Hm. Huh? Right away. Hm? Thank you.
schickt er denn jetzt hin? Ach, die können noch nicht rüber. Ich könnte schon mal was erforschen, und zwar die Banner. Mail, wir haben ja extra so geplant, dass wir jetzt hier überall nochmal Banner setzen können. Geht nicht. Hahaha. Ich hab's falsch gebaut. Na gut, dann nehme ich. An der Mauer an. So, und für 4. Könnte ich wieder Militär kaufen? Das mache ich jetzt aber mal nicht. Das mache ich auch nicht. Aber für 4. Meistersteinbruch. Habe ich das schon? Nee, da. Genau. Jetzt haben. Oder muss ich das auch schon? Nee. Jetzt haben meine Bogenschützen mehrfach Pfeile. Beziehungsweise die Fähigkeit, mehrere Pfeile auf einmal abzufeuern. Das war mit einem Cooldown, das heißt, es geht nicht unbegrenzt. Aber es geht. So, dann weiß ich aber auf jeden Fall, dass ich auf den Seiten hier etwas anders machen muss. Denn ich werde hier. Not enough stone. Also das macht wahrscheinlich Sinn, das irgendwo anders zu bauen, ne? Hier diese Anhöhen nicht, wie es sie zum Beispiel in der Campania gibt. Da würde man dann hier oben beispielsweise irgendwo bauen können. Und teilweise sind diese Orte dann nur einmalig Treppen, aber nicht so wie hier zum Beispiel. Da könnte das gehen. Egal. Gucken.
mal, da werden wir wahrscheinlich keinen hinkriegen. Aber nach hinten. Und dann ist hier letztmalig in die Richtung einer. The night is nearly here. Jetzt hätte ich fast vergessen zu gucken, aus welcher Richtung denn die Gegner kommen. Da und da. Okay. Dann würde ich sagen, die eine Hälfte hier geht hier rüber. Post me high. Und die andere Hälfte hier geht darüber. On it. Aha. Ich hab sogar meine Heldin mal eben hier Where vergessen. To? I'm on it. Eyes open. Eyes open. Oh. The Bally, ich will doch shines. Bloß den Platz dahinter. Das wird auf Dauer nerven. On my way. Nee. So. Dann nochmal stoppen. Let's go a solid plan. I'm on. Ein bisschen wenig Bogenschützen hier drüben. Huh? On it. Yes? Hm. Das sind da auch schon gerne. Dann versuchen wir hier mal mit Bannern zu arbeiten. Not enough stone. Stone. So, dann gucken wir mal. Das was mit dem Mehrfachfallen.
kommen da nicht rein. Türen, das fängt jetzt langsam an zu nerven. Ich glaube, wir setzen dann da mal Krähenfüße hin. Not enough wood. So, war das auch. Komisch aus, ne, wenn es da offen ist. Hier gibt es zum Beispiel, da kann man einfach bauen. Kann ich sogar so ein Ding hinbauen. Sieht man da mehr. Da oben habe ich wahrscheinlich keine Sicht. Jetzt habe ich da Sicht und jetzt kann ich trotzdem nicht bauen, okay. Na, lassen wir das. The night is nearly here. Alles wieder von der Seite. We will prevail. Post me high. Huh? Right away. Go low and throw. Yeah. Tja, es wäre halt schön, wenn man irgendwann so weit ist, dass man da nicht jedes Mal die Leute hin und her schicken muss. Doing it. Yeah? I've got this. Na. Where to?
I'm on it. Yeah. Makes sense. Yeah? A solid plan. So. Das ist schon ziemlicher Quatsch, was ich hier gebaut habe, echt. Wir sind ja hier unten. Not enough wood. Kosten echt viel Holz, die Dinge. Das weiß ich auch, warum man gegebenenfalls mehr Holzfäller noch bauen sollte. Jetzt eigentlich mit? Ja. Braucht das einen Weg? Warum braucht das einen Weg? We're under attack. Wo werden wir angegriffen? Das muss ja da sein. So, und jetzt fangen wir an und bauen unsere Wohnhäuser aus. Nochmal heller. So, das Wohnhaus ausbauen. Das kostet einmalig 90 Sauerstoff. Und 80 Holz und 15 Eisen. Was ist das? Mineralien. Und bringt. Sehen wir es gleich. Was habe ich überhaupt? Habe ich Leute verloren? Also. Natürlich nicht. Bringt 4 Leute. Sehr, sehr, sehr wenig Aufwand.
Das geht jetzt nicht. Das ist traurig. Und die gehen echt nicht, okay. Gehen sie denn jetzt? Night is nearly here. Verstehe ich nicht. Okay, von drei Seiten. Jetzt wird's interessant. Right away. Ich würde sagen, die hier gehen alle einmal rüber. So, hier drüben haben wir noch die Isis. Where to? Mm-hmm. Oh, geht das schon wieder los? Ich will doch nur den da. Yeah. Den. Right. Hm? On my way. Yeah. On it. So. Und dann will ich da Krähenfüße. Und fehlt ein Stein. Da fehlt ein Stein. Ich auch Krähenfüße. Ich weiß gar nicht, warum ich immer von beiden Seiten zumache. Das ist ja nur für die Optik eigentlich, ne? Ansonsten brauche ich das ja gar nicht. Ist ja so viel leichter zu handeln. Huh? The horrors are coming. Es ist zu spät. Hier können wir rein. Dann können natürlich da auch noch ein paar hin, aber da lassen wir das mal. Weiter geht's. Mal, dass nichts durchbricht. Einer? Zwei? Das sieht jetzt alles nicht so bedrohlich aus. Ja. Doing it. One. Right.
We're under attack. Och. I've got this. Und hier ist... Das ist einer durchgebrochen. Post me high. On it. On my way. Where to? Right away. Yes? Good. Jo. Reparieren sich scheinbar nicht von alleine. Not enough wood. Okay, es wird tatsächlich ein bisschen heller in die Richtung. Komisch aus, aber geht. Dass man da einfach nicht drüber bauen kann, das wundert mich. The night is nearly here. Wieder von allen drei Seiten, dann kann ich das auch so lassen.
The horrors are coming. Sein. Ja? Vielleicht sollte einer von euch darüber gehen. We're under attack. Und wieder ist irgendwo was durchgebrochen. Hm? Doing it. Jetzt haben wir 5. Jetzt nehmen wir tatsächlich nochmal Militär. Plus minus 0, wenn ich die. Wenn ich die komplett einsetze. 150 produziere ich noch. Und 150 würden quasi 5 Soldaten brauchen. Sinn. Ich mach da so die Ecke dazu, warum das komisch aussieht. Und dann die und hier wird's jetzt blöd. Weil ich werde keinen Stein auf das Holz setzen können. Low oxygen production. Ich werde da mit Holz arbeiten müssen. Post me high. Gucken wir gleich mal, je nachdem, von wo die neuen Gegner kommen. Da werden wir dann entsprechend die Soldaten hinsetzen. Kann man die irgendwie abrufen? Ja.
Und dann muss ich eigentlich mit den nächsten Forschungspunkten diese Dinge hier zur Aufwertung bringen. The night is nearly here. Von zwei Seiten, okay. Huh? Das heißt, ihr geht auf jeden Fall schon mal damit rüber. Und ihr geht hier mit rüber. Masks on. Let's go already. Mm-hmm. Where to? On my way. Yes? Right away. Huh? Hmm. Oh. Go there. Das ist ein Werfer. Das war so nicht geplant. Oxygen is dwindling. Hm? Mhm. Was ist das für eine Taste? Weiß ich gar nicht. Das hört sich das ganz easy aus. Wenn die nur auf ein oder zwei Seiten anbleiben, ist natürlich überhaupt kein Problem. Aber irgendwo ist schon wieder was durchgebrochen, glaube ich. Nee. Da kommt aber noch was. Da dann auch. Die sterben, spawnen sie immer weiter vorne. Die Tiere. So, ich hatte ja einen Plan und zwar muss ich unbedingt die. Wo sind sie denn? Da. Die Luftfilter forschen. Okay, einer geht noch nicht sofort. Der hier.
Brauchen wir aber erst ein bisschen Holz für. So. Dann sollten wir auch erst einmal das Sauerstoffproblem gelöst haben. Das kann sich doch sehen lassen. Auch mal welche. Kommt da so ein einzelnes Viech gelaufen? The night is nearly here. Okay, von drei Seiten. Dann nehme ich einmal. Ja? Dich und dich. Post und me dich high. Und dich. Und dich. Hier geht einmal I'm hier on. Zur Unterstützung. Ja? Yeah. Makes sense. Let's go. Mm. Yes. Nehmen wir noch mal einen Schützen von da auch noch mit rüber, ne? Right away. Okay, die da oben können da noch gar nicht hin. Where to? On it. Yeah. On my way. Hm? Fehlt der Aufgang. Where to? Right away. Not enough stone. Me high. On my way.
Bombers are coming. Kann ich irgendwie nicht so viel anfangen. Außer das Ding natürlich. So. Not enough stone. Ja, was können wir sonst noch machen? Nichts. Schon mal noch einen Holzfäller bauen. Irgendwie, der lohnt sich nicht so wirklich. Aber hätte er. Ne, der hätte keiner rangepasst, schade. Passen. 14 sogar. Dann machen wir das doch. Können wir den hier eigentlich auch schon mal machen?
Sieht gar nicht so stark aus, die Verteidigung. The night is nearly here. Nur da. The pallido shines. Mhm. Hä? Huh? Let's go already. A solid plan. Du kannst dann noch, obwohl ne, geh mal dahin. Yeah. Yes? On it. Yeah? I've got this. Huh? Hm. Yeah? Da ist noch einer. Yeah. Für den Fall der Fälle. Post me high. I'm on it. Ist wirklich bloß der eine Einfallspunkt. Hier. Mhm. Und eigentlich müssen wir. Nee, müssen wir nicht. Good. The horrors are coming. Yes? Mm-hmm. Where to? Right away. Da lang läuft ja nichts. Nichts. Dann können die auch da hingehen. Das Schöne ist, sie gewinnen ja auch an Erfahrung, was man hier wohl sehr gut sehen kann. Da, ne? Erfahren. Der nicht. Ja. I'm ready. Ja. Huh? Yes. Machen drei mehr Schaden. Ja. Greifen schneller hintereinander an. Was ist die, was da so durchbeißen muss? So, das war Welle 18. Jetzt will ich doch mal gucken. Nee. Ich könnte natürlich die Werfer noch verbessern. Ich könnte aber auch ein Lager bauen.
Nee, Militärkapazität noch nicht. Steinmetzgilde. Schwadenkondensator. Schwadenkondensator und Luftspeicher bräuchte ich, um das hier zu bauen. Luftspeicher. Lufthändler. Luft. Sehe ich nicht. Ich würde mal damit anfangen. Relativ großes Gebäude, glaube ich. Okay, das habe ich alles. Und dann setze ich das Ding einfach mal dahin. Dann erweitere ich nochmal das Sichtfeld in die Richtung. Gucken wir nochmal eben, was das Ding macht. So, jetzt ist das fertig. Das bringt mir was. Größere Robustheit. Mehr Licht. Okay, und dafür brauche ich dann höchstwahrscheinlich... Nö. Bräuchte ich gar nichts. So, einmal die Luft weg. Ja, da wird die Luft eingesaugt und hier gibt es so Ventile, da kann man auch Erweiterungen ranbauen. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was es vorher ausgehalten hat und was es jetzt aushält. Naja. Jetzt können wir das Ding noch forschen. Zeitanker. Gut. Weil
Das sollte jetzt eigentlich erstmal reichen. Ja. Hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich denke mal, ich möchte auf diese Schwadenproduktion gehen. Ich habe hier extra so ein Feld bei mir mit eingebaut, dass ich das hier sammeln kann sozusagen. Und das benötigt man für Sprengstoffherstellung. Und dann gibt es beispielsweise so Kanoniere und so weiter. Und das wäre beispielsweise ein Ziel, was man angehen könnte. Beim nächsten Mal. Genau. Ja. Falls euch das Spiel gefällt, beziehungsweise auch das Video gefällt, dann lasst gerne ein Like da. Und ja, und ansonsten dürft ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr eben von dem Spiel haltet. Wie immer, ob ihr was anders machen würdet oder was jetzt eure nächsten Schritte wären. Und dann würde ich mich bedanken. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.